Frohe Pfingsten Ihnen und euch allen. Die Gottesdienste in unserer Kirche haben ja wieder begonnen. Aber ich möchte Ihnen und euch auch digital einen Pfingstmoment schenken. Leider ist unser wunderbarer Kirchenmusiker und Ton- und Schnittmeister Uli Glaser erkrankt. Und deshalb ist dieses Video ganz ohne Musik und ohne die schönen pfingstlichen Ideen, die wir uns miteinander überlegt hatten. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen und euch mit Heiligem Geist auf die Sprünge helfen, da wo ich ihn entdecken kann und vor allem mit dem, wo andere Menschen und wie andere Menschen aus unserer Gemeinde den Geist Gottes in ihrem Leben spüren und erleben. Und so sei Gottes lebendiger Geist mit Ihnen, mit euch, mit uns. Amen. Es gibt so einen blöden Schnack. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Warum eigentlich? Eigentlich ist doch Pfingsten tatsächlich das dritte große Fest unseres Glaubens. Weihnachten, die Geburt Jesu, Gott mit uns, bei uns, unter uns. Ostern, das Leben hört nicht auf an der Grenze, die für uns der Tod ist. Und Pfingsten, das Geschenk des Geistes, des Trösters. Vielleicht hat das ja mit einer Schwierigkeit zu tun, die auch mich bis in meine Studienzeit beschäftigt hat, sich die Dreieinigkeit Gottes, die Trinität überhaupt vorstellen zu können und mit ihr im Innersten zu leben, zu glauben, sich darauf zu verlassen. Das ist gar nicht so einfach. Gott, der Urgrund des Seins. Jesus, na klar, Jesus aus Nazareth, der Mensch, unter uns. Aber der Geist Gottes, was soll das eigentlich sein? Was ist da anders als bei Gott selber? Wozu brauchen wir diese dritte Person in der Dreieinigkeit? Wie kann ich das überhaupt denken und glauben? Im Lauf der Zeit ist mir der Geist Gottes immer näher gekommen, immer wichtiger geworden. Ich entdecke und spüre ihn in so vielen Momenten, in der Energie der Sonne, im Licht, das wir so sehr brauchen. Im Wasser, dem größten Schatz, den wir auf unserer Erde haben, aus dem alles geworden ist. Atmen können, im Wind und unter Wolken, dass das nicht selbstverständlich ist, unsere Lungen mit Luft zu füllen, erfahren zurzeit nicht nur Covid-19-Kranke. Der Geist als Atem Gottes in allem Lebendigen. Ich erlebe den Geist Gottes als etwas, das schon immer da ist, seit Anbeginn an. Und es ist an uns, ihn immer wieder zu entdecken, zu erkennen und in unserem Alltagsgeschäft staunend freizulegen als Strom des Lebens, ohne Ende und voller Wunder. Und wie erleben das andere Menschen? Hören und schauen wir doch mal. Der Heilige Geist weht, wo er will. So sagt man ja oft. Und oft gibt es Augenblicke, in denen ich mich ganz beseelt fühle. Wenn wir in großer Gemeinschaft singen zum Beispiel. Manchmal ist das so auf Kirchentagen. Oder wenn mich eine Predigt total begeistert. Das können aber auch die stillen Momente sein, bei einem Waldspaziergang, ganz früh am Morgen. Oder ein Sommertag am Strand, die Luft windig und salzig. Und die Füße im warmen Sand. Plötzliche Glücksmomente bei der Begegnung mit Menschen oder eine überraschende Situation, die mich innehalten lässt. So ist für mich der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Ja, das ist das. Auch das ist in dem, was hier um uns herum zwitschert, rauscht, grünt und blüht. Für mich ist die Heilige Geistkraft das, was alles belebt irgendwie.
Ich sehe darin auch die weibliche Seite, darum sage ich Heilige Geistkraft. Die weibliche Seite, die das Leben schenkt, die Kraft, die das Leben gibt, die die Weisheit besitzt, die das Große und Ganze überblickt und nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Die Kraft, die die Menschen liebt, das ist für mich die Heilige Geistkraft. Einige Menschen haben mir geschrieben. Brigitte, die sagt, vor einigen Jahren machten mein Mann und ich einen Wochenendurlaub in Florenz. Unser Hotel lag in der Nähe des Doms. Tagsüber wurden viele Sehenswürdigkeiten und Kirchen angeguckt, besichtigt und vor dem Abendessen war Ausruhen angesagt. Mein Mann schlief und ich saß am geöffneten Fenster. Aus der Nähe hörte ich Musik einer Band, die für ihren Abendauftritt übte. Und plötzlich, um genau 18 Uhr, fingen alle Glocken in Florenz an zu läuten. Ich fühlte mich wie im Himmel. So ist für mich der Heilige Geist. In erster Linie ist der Heilige Geist die Kraft Gottes, die in uns allen wirkt. Er ist eine Kombination aus Zuversicht und Nächstenliebe. Wer den Nächsten liebt, kümmert sich um das Wohl derer, die in Not sind, und dies in uneigennütziger Weise. In Corona-Zeiten erleben wir eine abgeschwächte Variante der Nächstenliebe in Form von Solidarität. In ihrem Namen verzichten wir auf viele Freiheiten und einige von uns sogar auf geldwerte Erträge, nur um die wenigen zu schützen, die besonders gefährdet sind. Auch so ist für mich Heiliger Geist. Tröstend in der Trauer. Beschützend in der Angst. Klärend im Zweifel. Wunderbar in der Liebe. So ist der Heilige Geist für mich. Horst beschreibt es so: Den Heiligen Geist, den kann ich nicht anfühlen. Er ist bei mir und begleitet mich immer. Das glaube ich. Er wurde mir geschenkt, weil ich in einem christlichen Land aufgewachsen bin und darin leben darf. Gott, der mir Vater und Mutter ist, und Jesus Christus als mein Bruder, begleiten mich in meinem Leben, bewusst und unbewusst. Daran glaube ich. Hilf meinem Unglauben. So glaube ich in Ergänzung dazu, dass der Heilige Geist für mich alles zusammenfasst, was alle meine persönlichen Vorfahren an Gutem und Schlechtem weitergegeben haben. An meine Eltern, Geschwister, Freunde und an alle Menschen, die mich geprägt haben. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die in mir wirkt. So wie ich in meinem langen Leben an meine Partnerin, Freunde, Kinder vieles weitergebe. In Worten, in Handlungen, in Begegnungen, in der Liebe. Das ist der Heilige Geist, den ich weitergebe und in dem mein Geist weiterlebt in einem ewigen Leben. Wenn ich mit den Menschen im Gottesdienst gemeinsam das Glaubensbekenntnis spreche, wenn von überall her die gleichen Worte erklingen, wenn wir uns untereinander gut sind und ich mich selbst dann gut fühle, dann ist das für mich der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Teil Gottes in mir. Er bringt Licht ins Dunkel, in mir Licht in mein Dunkel. Er klärt und beantwortet Fragen, gibt Ratschläge oder eher Anweisungen, was zu tun ist, damit es gut wird. Er gibt Ideen zu Lösungen, er bringt Ordnung in Gedanken und Gefühle und damit inneren Frieden und innere Ruhe. Aber auch innere Unruhe, wenn ich auf dem falschen Weg bin und es Korrektur benötigt. Oder wenn er mich drängen will, sofort etwas zu tun, etwas Bestimmtes. Zum Beispiel eine gehbehinderte Frau mit dem Auto mitnehmen oder eine Person ansprechen. Er ist es, der meine Augen lenkt, sodass ich Wichtiges sehe. Zum Beispiel eine Information, ein Trostwort oder eine Person oder eine Situation erfasse.
Der Heilige Geist ist meine Fernsteuerung und es ist an mir, dass ich die Antennen sauber und empfangsbereit halte. Die Antennen, das sind Ohren, Augen, Herz. Immer auf Empfang sein, dann geht nichts mehr schief, wenn man auch danach handelt. Das braucht Vertrauen, Mut und Spontanbereitschaft. Ich übe fast jeden Tag. Fröhlich Pfingsten euch allen. So ist für mich der Heilige Geist. Und Dorothee erlebt es so. Den Heiligen Geist erfahre ich, wenn sich in meinem Leben auf krummen Wegen und Umwegen die besten Dinge entwickeln. Ich fühle mich dann innerlich von einer großen Kraft geführt, die mein Allerbestes bewirken will. Ich gehe dann wie mit geschlossenen Augen, Schritt für Schritt durchs Leben. Und es führt mich einfach in die richtige Richtung. Heiligen Geist erfahre ich auch, wenn ich im Zusammensein mit anderen inspirierten Menschen, geistigen Lehrern, Lehrerinnen oder in der Meditation plötzliche Einsichten in größere Zusammenhänge und tiefere Wahrheiten habe. Ich komme dann sozusagen der großen Wahrheit hinter den weltlichen Erscheinungen einen Hauch näher. Das sind Momente, in denen ich über das normale Erleben hinaus zu ahnen vermag. Das hat was mit Transzendenz zu tun. Oft sind das auch Einsichten, die eine viel größere Perspektive erahnen lassen, als es der kleine persönliche Blickwinkel erlaubt. Nach meiner Erfahrung ist der Heilige Geist etwas, das oft ganz im Stillen wirkt und sich für sein Wirken die verrücktesten und überraschendsten Konstellationen zunutze macht. Könnte es eventuell sein, dass der Heilige Geist sich auch in all dem Wellengang rund um das Coronavirus längst eingeschlichen hat? So überraschend und umwerfend ist für mich der Heilige Geist. Ein Gedicht von Max von Schenkendorf und von mir zu Pfingsten. Du bist nicht ganz von uns geschieden, du nimmst dich unser immer an. Dein großes Herz ist nicht zufrieden mit allem, was es schon getan. Du hast den Tröster uns gesendet, den scharfen, reinen, klaren Geist, der Licht und Trost und Wahrheit spendet und eine Zukunft uns verheißt, der Ängste uns zur Hoffnung wendet und keine falschen Mythen speist, sodass das dumme Lügen endet und Wege der Vernunft uns weist, der liebend leuchtet, doch nicht blendet. Das ist für mich der helle Geist. Heiliger Geist, da denke ich schon an die vergangenen Monate, die ich hier verbracht habe. Ich habe frohgemut angefangen zu arbeiten, habe Menschen kennengelernt und nach kurzer Zeit war alles zu Ende. Und doch wusste ich mich weiter verbunden mit vielen Menschen. Einige hatte ich kennengelernt und habe mir dann vorgestellt, wie sie so leben. Und habe dann Worte gesucht, Worte, die trösten können, die vielleicht helfen in dieser Zeit, schriftlich oder in den Andachten. Und habe so versucht, bei ihm zu sein. Und vielleicht ist das ein bisschen gelungen. Und dabei habe ich mich getragen gefühlt von einer Kraft, die größer ist als ich selber. Das war nicht nur ich. Ich fühlte mich eingebunden in Menschen, Gruppen, die auch da sind, auch wenn ich es nicht erleben und nicht sehen konnte. Wir waren verbunden, weil da ein Spirit ist, ein Geist, der aus einer gemeinsamen Quelle kommt. Und weil der da ist, dieser Spirit, dieser Geist, und weil der bei euch bleibt, darum fällt es mir nicht so schwer, jetzt zu gehen und Platz zu machen für den Nachfolger. Und darum bleibt behütet, bleibt getröstet und guten Mutes. Denn ihr habt ja den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Und darum adieu. Was für eine schwierige Frage, über den Heiligen Geist zu sprechen. Im Lachen, da steckt die Geistkraft Gottes eben auch. Wie schön. Voller Energie, voller Dynamik, so erzählt es die grandiose Pfingstgeschichte in der Bibel. In einem Haus befinden sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu, fühlen sich verlassen, einsam und ohne Antrieb, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und um sie herum in Jerusalem, da wird gefeiert, ein großes Fest. Aber sie im Haus berührt das nicht. Und auf einmal, so erzählt es die Geschichte, auf einmal ist in dem Haus, nicht draußen, in dem Haus ein Tosen, ein Wind wie von einem großen Sturm. Und auf die Häupter der Versammelten setzen sich Feuerzungen, ohne sie zu versengen, voller Wärme, voller Licht, voller Energie. Und mit dieser Kraft Gottes, die sie auf einmal spüren, gehen sie nach draußen und erleben da das nächste Wunder. Denn in Jerusalem sind Menschen aus ganz verschiedenen Ländern und mit ganz verschiedenen Sprachen. Und auf einmal verstehen die Jüngerinnen und Jünger alle Sprachen der Menschen, die in Jerusalem zu Gast sind. Die Menschen verstehen einander. Was für ein Wunder. Ja, so ist der Geist Gottes eben auch überraschend, wenn wir Menschen es manchmal am allerwenigsten erwarten und mit ihm rechnen. Und auch überwältigend, wenn Menschen es schaffen, ihre Angst und ihren Kleinmut hinter sich zu lassen, die Trägheit zu überwinden und nach draußen zu gehen, nicht bei sich selber zu bleiben. Und der Geist Gottes, das ist mein Erleben immer wieder, der ist da, wenn Menschen sich wirklich verstehen. Und dazu muss man gar nicht dieselbe Sprache sprechen. Ich habe es erlebt, als ich auf den Philippinen war, in diesen Monaten, da habe ich mich Menschen oft so nah gefühlt wie hier in Deutschland, wahrlich nicht allen. Ich verstehe dich. Ich weiß, wer du bist. Ich fürchte mich nicht vor dir. Ich schaue dir für einen Moment ins Herz und unsere Seelen, die schwingen gemeinsam. Wenn das gelingt, dann ist das ein heiliger Moment voll heiligem Geist. Der Ursprung allen Sprechens über den Geist Gottes ist im Hebräischen. Und das Wort, das dem vielleicht am nächsten kommt, was wir uns vorstellen, ist Ruach. Und Ruach ist im Hebräischen ganz interessanterweise weder allein männlich noch weiblich. In manchen Zusammenhängen ist Ruach männlich und in anderen weiblich. Und so ist es auch für mich. Der Geist Gottes, der hat ganz viel weibliche Elemente von Leben schaffen und manchmal auch durcheinander wirbeln, Leben gebären, heil machen. Der Geist Gottes, ich glaube, der kennt keine Konfession und vielleicht auch keine Religion, jedenfalls keine für sich alleine. Der Geist weht, wo er will, in der Welt und wo er nötig ist. Und wir müssen die Geister immer wieder untersuchen und prüfen, welche Geister denn wirklich dem Heiligen Geist entsprechen. Und das Merkmal, das Einzige, was wirklich überzeugend ist, wie ich finde, das ist, ob der Geist, der weht, auch Leben heil macht, so heilig ist, dass er Leben heil macht. Und manchmal auch mit Protest. Nicht nur lieb und individuell, sondern auch gesellschaftlich. Protestbewegungen, die nötig sind in der Welt. Fridays for Future. Frauen, die gegen Unterdrückung und für ihre Rechte und Freiheit kämpfen. Die Afroamerikaner, die jetzt wieder so viel schrecklichen Grund haben, zu protestieren. Auch da
glaube ich, weht der Geist Gottes. Und wie ist es für euch und für sie? Ich wäre ja gespannt, mal zu hören, wie eure und ihre Erfahrungen sind, Erlebnisse, Empfindungen zum Heiligen Geist. Amen. Ich mach's. Ich singe euch jetzt mein Lieblings-Pfingstlied doch vor, auch ohne Instrumente. Ihr müsst euch das auf YouTube nochmal angucken mit allem, was dazugehört. Hier kommt einfach nur der Gesang. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsere Welt. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Wie der Sturm so unaufhaltsam dring in unser Leben ein. Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. Alle sprechen eine Sprache, wo ein Mensch ein anderen liebt. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Bleibt behütet, und Gottes Geist sei mit euch. Amen.